Vor kurzem stand ich vor der Entscheidung, ob ich mir eine neue große Absauganlage kaufe oder mir aus einem vorhandenen Gerät und ein paar Teilen, die ich noch da hatte, mir einfach eine eigene baue. Die Entscheidung fiel mir ehrlich gesagt auch gar nicht schwer, auch wenn ich mir für die Materialkosten meines Eigenbaus theoretisch eine neue hätte kaufen können. Ich hatte allerdings ganz bestimmte Vorstellungen, wie meine neue Absauganlage sein sollte, und natürlich gab es so eine nicht zu kaufen. Wenn du zum Beispiel wissen willst, wie du einen stabilen XL-Zyklonabscheider aus transparentem Polycarbonat bauen kannst, dann schau dir unbedingt den ersten Teil zum Bau meiner neuen Absauganlage an. Den Link findest du in der Videobeschreibung, wo du übrigens auch die Baupläne zu diesem coolen Projekt finden wirst. Im heutigen zweiten Teil will ich euch ein paar allgemeine Tipps mit auf den Weg geben, die vielleicht sogar deine aktuelle Absauganlage nochmal verbessern können. Und ganz besonders zum Thema Spänefangwechsel habe ich mir jetzt auch etwas super Einfaches, aber sehr Nützliches ausgedacht. Also bleibt dran, denn wir legen jetzt direkt los. Bevor ich jetzt mit der endgültigen Installation von meiner neuen Absauganlage beginne, muss ich zunächst einmal mein vorhandenes Rohrsystem so ein bisschen abändern. Ich hatte vorher die Abzweigung hier in der Ecke. Das ist jetzt hier mit dem Teil nicht mehr ganz so geschickt. Ich werde es ein bisschen abändern und dadurch auch die Saugwege etwas verkürzen. Die Rohre hier kommen weg. Ich werde die Verbindung hier runterlegen. Beim Einzug in meine neue Werkstatt hatte ich mich entschieden, verzinkte Bördelrohre für das Rohrsystem zu installieren. In meiner alten Werkstatt hatte ich, wie die meisten Hobbyhandwerker von uns, ein Absaugsystem aus HT-Rohren verlegt. Ich hatte ursprünglich den Plan, auch in meiner neuen Werkstatt HT-Rohre zu verlegen, weil das einfach viel günstiger ist. Jedoch haben mir viele davon abgeraten. Und das Stichwort hier war Staubexplosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung. Ein ehrlicherweise gesagt schwieriges Thema, an dem sich die Geister scheiden. Wichtig aus meiner Sicht ist auf jeden Fall, dass ihr das Thema nicht komplett ignoriert, es aber auch nicht zu ernst nehmt. Der Vorteil an einem Rohrsystem aus Metall ist, dass das komplette System in sich schon fast geerdet ist, sofern man die entsprechenden Regeln einhält, die beim Erden eines Absaugsystems zu beachten sind. Wenn du vielleicht mal Lust hättest auf ein eigenes Video zu dem Thema, wo ich dann auch auf die Erdung von Rohrsystemen aus Kunststoff eingebe, dann gib dem Video jetzt mal direkt ein Like, denn bei genug Likes nehme ich das Projekt in Angriff. Ebenso solltet ihr beim Planen eures Absaugsystems darauf achten, die Rohrleitungen bzw. die Wege von der Maschine zur Absauganlage so kurz wie möglich zu halten. Denn bei einem Rohrdurchmesser von 100 mm hat man schon pro Meter Rohrsystem einen Druckabfall von ca. 2 bis 3 Pascal. Und jeder eingebaute Winkel oder Abzweiger erzeugt nochmal bis zu 40 Pascal Druckabfall. Vermeidet zu harte Winkel und versucht so wenig Wege wie möglich mit Schläuchen zu legen, da auch diese mehr Druckabfall erzeugen als glatte Rohre. Jetzt ist eigentlich alles soweit fertig installiert. Wir gehen das Ganze mal ganz schnell durch. Ich habe hier vorne jetzt so einen Anschluss hier aus so einem Aluminiumrohr, das man normalerweise für so Absaughauben in der Küche, glaube ich, verwendet. Hier könnt ihr mir auch mal direkt sagen, ob das überhaupt dafür verwendbar ist bezüglich statischer Aufladung oder sonstiger Dinge. Das Praktische daran ist einfach, das ist super biegsam, das Zeug, ja, und hält trotzdem gut seine Form. Vorher hatte ich dann nämlich noch so ein anderes Rohr, das war ziemlich starr, aber jetzt in der Konstellation funktioniert es wunderbar. Ich habe jetzt hier durch meine Optimierung auch einiges an Laufmetern in dem Absaugsystem selbst gespart, was natürlich auch wiederum besser ist für die Absaugleistung. Vorher hatte ich das Ganze nämlich hier in der Ecke oben an die Decke laufen und dann da oben entlang und dann erst hier rüber zur Tischkreissäge. Jetzt zweigt sich das Ganze hier direkt ab und läuft dann hier oben über die Decke hin zur Kreissäge. Ich habe das schon beim Installieren von dem gesamten Absaugsystem damals hier, habe ich euch das gezeigt, dass ich hier diesen Schlauch hier verwende, ja, weil ich habe teilweise hier echt Übergänge, das liegt halt einfach zum Beispiel an dieser Steckerleiste hier, wo dann halt einfach die Standardadapter nicht gepasst hätten und das hier kann man so schön um die Ecke biegen, genauso wie hier oben, damit kann man sich kurze, aber praktische Passstücke anfertigen. Der Nachteil allerdings an solchen Spiralschläuchen ist, auch wenn das jetzt hier ein ziemlich hochwertiger ist, das ist auch der, der dann hier unten da zur Tischkreissäge läuft, je mehr man von solchen Spiralschläuchen verwendet, umso mehr Saugleistung geht dabei auch verloren. Das hat wohl mit der Verwirbelung in diesem Schlauch hier zu tun. Aber ich habe es, wie gesagt, möglichst kurz gehalten und dafür finde ich die Teile einfach viel zu praktisch. Bis zu dieser Abzweigung läuft das Ganze auf 120 mm, dann verjüngt es sich hier auf 100 mm und das läuft hier so die Wand entlang bis fast nach hinten. An dem Teil habe ich eigentlich nicht relativ viel geändert, außer dass ich jetzt hier ein Abzweigungsstück mehr habe. Ich habe jetzt hier eins, zwei, das wird gerade nicht benutzt, und dann hier hinten
3 und im Endeffekt 4. Ich habe jetzt 4 Anschlüsse für 100 mm. Diesen Anschluss hier, den verwende ich für meinen Flip-Top-Table mit der Abrichte und der Hobelmaschine. Und das Praktische daran ist, ich kann jetzt diesen Sauganschluss in Zukunft auch benutzen, um hier, wenn ich an meiner Standbohrmaschine arbeite, das Ganze dann dort auch abzusaugen. Selbstverständlich ist es wichtig, dass so eine große und auch schwere Konstruktion mobil ist. Und da habe ich mir eine ganz einfache, aber schicke Variante ausgedacht. Und zwar habe ich mir ganz schnell mal dieses Untergestell hier zusammengebaut. Passend zu der runden Form von der Tonne habe ich mir gedacht, ach, irgendwie besser, als jetzt einfach da unten so eine Platte dran zu schrauben. Für das Untergestell habe ich ein paar Streifen Seekieferplatte verwendet, die ich noch übrig hatte. Seekiefer, das hatte ich auch schon sehr oft erwähnt, das ist mein Lieblingsholz, wenn es um Werkstattmöbel geht. Für diese Konstruktion benötige ich 2 Achtecke und um Achtecke herzustellen, benötigt man exakt einen Winkel von 22,5 Grad. Ich hatte mich immer gefragt, wofür ist denn dieser Winkel, weil den findet man nämlich auf fast allen Maschinen als Standardmaß. Verleimt habe ich das Ganze mit der gleichen Methode, wie man es auch tut, wenn man Gehrungen verleimt, einfach mit einem Stück Papierklebestreifen über die Ecken drüber. Ich habe mir dann noch so kleine Verbindungsplättchen hergestellt, die ich verwende, um von unten an den Übergangsstellen das Ganze zu stabilisieren. Und dann einfach noch ein paar Werkstattrollen unten dran. Das sind übrigens meine Lieblingswerkstattrollen, die ich eigentlich für alles in meiner Werkstatt verwende. Einen Link zu den Teilen wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Und jetzt hoffe ich nur noch, dass das Ganze auch wirklich passt. Ich habe es relativ passgenau bemessen, aber wir werden es ja sehen. Wie gesagt, das ganze Ding ist nicht gerade leicht. Da bin ich echt froh, wenn es dann mobil ist. Ja, ich würde sagen, das Ganze ist doch schon mal sehr entspannt. Allerdings muss ich mich jetzt mit einem Problem beschäftigen, das wesentlich größer ist, als das Ganze hier mobil zu kriegen. Und zwar die Art und Weise, wie man jetzt hier unten den Späneauffangbehälter wechseln kann. Ich habe bei meiner alten Absauganlage die Erfahrung gemacht, dass wenn man das machen wollte, ja, da musste ich erst immer 1000 Schläuche irgendwie abklemmen. Auch hier hinten müsste ich dann erst einmal, ich habe jetzt schon mal den Absaugschlauch abgemacht, aber müsste erst mal den Absaugschlauch dann irgendwie abklemmen. Dann habe ich ja hier oben auch noch die beiden Schläuche, die ich auch noch abführen will. Die müssten dann auch noch ab und dann würde ich das Ganze hier öffnen und dann hier runterhieven. Und ich sage es euch, wie gesagt, das ist echt nicht leicht. Ich meine, bei meiner alten Absauganlage habe ich das auch jahrelang so gehabt und im Endeffekt, es hat funktioniert. Aber ich finde, jetzt mit meiner neuen Absauganlage wollte ich mir da einfach mal ein bisschen was Pfiffigeres überlegen. Ich muss zugeben, ich habe mir schon ein wenig den Kopf darüber zerbrochen, wie ich das Ganze hier möglichst einfach gestalten kann und vor allen Dingen auch alltagstauglich, denn das war mir sehr, sehr wichtig. Ja, also keine großartige, komplizierte Vorrichtung, wo man erst 1000 Sachen auch wieder einstellen muss, sondern wirklich etwas, was mit ein paar Handgriffen ganz einfach geht. Und da bin ich auf eine wirklich super einfache Methode gestoßen. Das war nämlich bei mir zu Hause in der Werkstatt. Da hing das Ding nämlich schon seit Ewigkeiten rum. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, aber natürlich, klar. Und zwar befindet sich das Ganze hier über meinem Kopf, dort oben an der Decke. Ich habe ganz einfach einen Flaschenzug dort oben angebracht, den ich sowieso schon hatte, nämlich von meinem Fahrrad bei mir zu Hause in der Werkstatt. Da habe ich das eine Zeit lang immer aufgehängt und seit Jahren war das einfach nur nutzlos. Und ich habe mir gedacht, hey, es ist eigentlich genau das, was ich im Prinzip brauche, um mir das Ganze hier erheblich zu erleichtern. Wenn du wissen willst, welchen Flaschenzug ich hier genau verwendet habe, denn das ist wirklich ein ganz einfacher und mehr braucht man nicht, auch dazu wirst du einen Link unten in der Videobeschreibung finden. Das Ganze funktioniert wirklich lächerlich einfach. Man muss lediglich die Teile hier so ein bisschen runterfahren. Und dann hat der Sauger ja hier solche Handgriffe. Die verwende ich einfach, um die Teile da reinzuhängen. Ich habe mir hier drüben auch schon mal so einen kleinen Handgriff einfach aus dem Rundholz gemacht. Dann zieht man hier einfach dran. Zack. Muss auch gar nicht viel sein. Geht so ein bisschen rüber. Da oben ist nämlich so ein Schnapper. Ja, das hält dann einfach von alleine an. Und das bisschen reicht, um einfach nur die Tonne hier unten ganz einfach rausziehen zu können. Und ganz besonders, wie schnell das Ganze geht, gefällt mir einfach, weil ich habe es euch ja bereits gesagt, ja, die Alltagstauglichkeit war mir extrem wichtig. Ich gehe einfach hierher, löse die Schelle da unten. Dann hebe ich das Ganze ein kleines Stück an, ziehe das Ding hier unten raus, kann das Ganze leeren und dann einfach wieder das Ganze zurückführen. Fertig. Was ich auch sehr praktisch finde, dass ich bei diesem Anheb- und Absenkmechanismus, bei diesem Vorgang, dass ich hier hinten
den großen Schlauch gar nicht abnehmen muss, weil ich das Ganze wirklich immer nur so minimal anhebe, dass das keinen Unterschied macht. An diesem Beispiel kann man mal wieder sehen, die einfachsten Ideen sind oft die besten. Und noch ein netter Nebeneffekt, wenn man die Rollen von dem Untergestell nach innen dreht, dann sieht es so aus, als ob die Tonne hier schweben würde. Genauso wie hier, dieser Deckel, die magische Absauganlage. Mit den bisherigen Optimierungen läuft meine neue Absauganlage jetzt auf jeden Fall wesentlich besser und vor allem wesentlich mehr nach meinen persönlichen Vorstellungen. Was jetzt natürlich noch gemacht werden muss, wäre zum einen das Abluftsystem. Hier habe ich mir zum einen schon das Loch da gebohrt, denn ich will einmal eine Abluft nach draußen haben. Aber natürlich sollen hier auch noch die riesigen Filter hier zum Einsatz kommen, die ich nämlich auch unbedingt verwenden will, denn beide Systeme, einmal dieses Filtersystem und das Abluftsystem nach draußen, haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Und da ich es ja immer anstrebe, meine vorhandene Werkstatt immer wieder weiter zu optimieren, will ich mich mit dem Thema Absauganlage noch etwas genauer beschäftigen. Und zwar so genau, wie ich mich vorher auch noch nicht selber mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Und zwar will ich das ganze Absaugrohrsystem hier bezüglich des Luftstroms nochmal optimieren. Ich habe mir hier so ein Messgerät besorgt, mit dem man die Luftströmung innerhalb von diesen Absaugkanälen hier kontrollieren kann. Das habe ich auch schon an verschiedenen Stellen im Absaugsystem gemacht und dabei ist mir unter anderem auch aufgefallen, dass es hier doch schon erhebliche Abfälle innerhalb des Systems gibt. Und da ist mir direkt aufgefallen, dass gerade die Verbindungsstellen von diesen ganzen Absaugteilen hier die Schwachstelle in dem ganzen System sind, obwohl ich hier wirklich hochwertige Teile verwende, denn auch diese Klemmschellen hier haben innen drin noch so eine Silikonbeschichtung, damit das Ganze noch mehr abdichtet. Aber ich habe es ab und zu so mit dem Finger kontrolliert, da ist schon wirklich einiges sehr, sehr undicht und genau darum will ich mich dann halt eben auch noch in dem eigenen Video kümmern, wie man die Leistung von so einem Absaugsystem hier nochmal verbessern kann. Wenn du die weiteren Teile von der Optimierung meiner Absauganlage nicht verpassen willst, dann abonniere natürlich jetzt direkt mal meinen Kanal. Und wenn dich das Thema Absauganlage generell jetzt auch noch stärker interessiert, hier in den Videos habe ich ja auch schon mal eine kleinere Absauganlage gebaut für meine alte Werkstatt damals mit 50 mm Durchmesser. Das waren auch verschiedene Teile, wo ich einfach dieses ganze Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet habe. Guck da auf jeden Fall mal rein, würde mich riesig freuen, wenn du da direkt weiterschaust und bedanke mich auch jetzt schon mal fürs Zuschauen und viel Spaß beim Weitergucken.